Was? Alter. Meine Fresse, ey, das ist unfassbar. Nimmt das Ding jetzt auf schon? Ach du Scheiße, ich habe die Aufnahme schon gestartet. läuft dein Dings? Meins läuft, ja. Super. Ja, hallo ihr Lieben zu einer neuen Weltenbummler-Folge. Ich sitze wieder zusammen mit dem lieben Patrick. Hallo. Denn... es ist Solo-Blah-Time. Ich erzähle wieder von meiner einsamen Neuseeland-Geschichte. Hallo, das ist der Weltenbummler-Podcast. Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen und vielleicht der richtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise. Die in der Folge gar nicht so einsam war, denn ich war mit zwei Freunden unterwegs. Aber ja, wie wollte ich eigentlich anfangen? Wir haben jetzt gerade eben, ich habe mit Patrick jetzt gerade eben schon ein bisschen geskypt seit einer halben Stunde oder so und waren kurz davor, die Aufnahme abzubrechen oder gar nicht erst anzufangen, weil ich hier wieder im Hostel sitze. An der Stelle nochmal ein Sorry auch für die letzte Aufnahme. Ich habe da, habe das etwas unterschätzt mit dem Aufnehmen im Hostel und den Nebengeräuschen. Ich sitze jetzt hier wieder so ein bisschen im Aufenthaltsraum, die Küche ist aber zu. Und ich hoffe, dass jetzt keiner mehr auf die Idee kommt, irgendwie einen Schnitzel zu schlagen. Ich hab zwischenzeitlich schon überlegt, ob ich mich aufs Klo setzen soll. In die Kathedrale. Genau. Die heilige Messe. Das ersparen wir mir und euch und uns jetzt. Ihr müsst euch vorstellen, Herr Patrick, also wir sehen uns auch im Video. Das heißt, es wäre auf jeden Fall... Oh ja. ein bisschen awkward gewesen. Ja, ich wollte ein bisschen erzählen über unsere Camper, über unseren Camper Roadtrip. ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal da schon erwähnt hatte. Weißt du wahrscheinlich auch nicht. auf jeden Fall, ich war 3 Wochen unterwegs mit der Jule, die ihr schon kennt, und noch mit einer Freundin aus Deutschland, der Susanne, die für 3 Wochen da war. Und da haben wir uns einen Juicy Campervan gemietet. Das ist so ziemlich das touristisch auffälligste Modell, das man sich nehmen kann. Das sind so leuchtend grüne Modelle mit einer Bikini-Frau drauf. Also ganz unauffällig praktisch. Extrem, ja. Also es ist Tarnfarbe, kein Tarngrün, aber... Also Stealth-Camping ist jederzeit überall möglich. Genau. Aber ja, das generell in Neuseeland ist ja ein sehr camperfreundliches Land. Ja. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden und sind über 3 Wochen eben über die Südinsel getuckert. Und darüber geht die heutige Folge. Ja, wie fing es denn an? Wie habt ihr das überhaupt abgeholt und wie war das? War das easy zu finden? Ja, wir haben uns alle in Christchurch getroffen. Da sind wir hingeflogen. Die Susanne ist direkt dahin geflogen und dann gibt es eigentlich direkt am Flughafen so einen Shuttlebus von dieser Juicy-Firma, um dich da zum Auto zu bringen. Ach, krass, okay. Wir haben uns gedacht, bleiben wir doch einfach noch eine Nacht in Christchurch, wenn wir da schon mal sind. Mhm. Sind dann quasi vom Flughafen ins Stadtzentrum, um dann am nächsten Tag wieder zum Flughafen zu fahren, um dann diesen Shuttle zu nehmen. Ach, dann direkt zum Flughafen und dann nochmal im Shuttlebus. Genau, weil das sind halt irgendwie so, ne, so Hinterhöfe, okay. Wie man das halt kennt, wie bei Sixt oder so. Die dann irgendwie irgend so einen Verschlag haben, wo dann so ein paar Autos rumstehen. Wir haben mit dem Schlimmsten gerechnet und der erste Eindruck von diesem Campervan war auch sehr, war erstmal so, okay. Ist es unserer oder gehört er weg? Genau, also so der erste Eindruck war eher jetzt nicht so gemütlich, muss man sagen. Schon ein bisschen mitgenommen aus die Karren. Ich glaube, der hatte 380.000 Kilometer auf dem Tacho. Boah, Wahnsinn. Und entsprechend war so, da ist mir beim Einstieg, es ist schon so ein bisschen Lieferwagen-Style halt, die Frontkabine, ne? Okay. Das sind so umgebaute Lieferwagen im Prinzip. Naja. Mit einem Hochdach drauf, dass man da zu dritt drin pennen kann. Ursprünglich die glorreiche Idee, der Patrick wollte auch mal nach Neuseeland kommen. Und dass wir da zu viert mit unterwegs sind. Die sind für 4 Leute ausgelegt, aber... Laut Papier, ich glaube, wenn die beide da oben gelegen hätten,
Das wäre dann eher so dann. Nee, also Das wäre noch da, enger ich könnte gewesen mir als auf der nicht. Rallye damals. Ich könnte mir nie, nicht vorstellen, dass ich jemanden so nahe bin, um mir dieses Glück zu Nicht mal teilen. Nee. mir. Also das ist Oh schon. Mann. Nee, von daher, ja, zu Also wahrscheinlich eher dritt. für zwei Erwachsene und zwei Kinder wahrscheinlich dann, so Für als vier Personen zwei dann. Kinder, vor allem Kinder, die sich auch ja, oder Geschwister, die sich ja immer super vertragen. Ganz kleinwüchsige Kinder. Ganz kleinwüchsige Kinder, die sich sehr gerne haben, genau. Aber war das innen drin auch verlebt? Also war die Matratze irgendwie löchrig oder war das von außen sah es vielleicht kaputt aus, aber innen war es noch in Ordnung? Also die Sitze oder war alles schon Ja, also ciao? die Fahrersitze, die sind ziemlich durchgesessen gewesen. Also Okay. auch so langstreckenmäßig jetzt nicht das höchste Vergnügen. Aber ich meine, wir Okay. meckern auf hohem Niveau. Wir haben uns ja relativ bewusst für einen günstigen Naja, Anbieter klar. auch entschieden, weil die Dinger so teuer sind. Wir haben für 3 Wochen, boah, jetzt weiß ich, weißt du das noch? 5.000 Dollar fast. Das sind also so 3.000 Euro fast, so um den Dreh. Schon krass, gell? Nur für die Miete, ne? Also für 3 Wochen. Und war da alles dabei? Was war da noch? Die Stühle oder die Tische Nee, waren genau, wir die. hatten noch Stühle, Tische. Wir haben uns auch für so eine Vollversicherung entschieden, dass da Ja, dann macht nichts schief Sinn. gehen kann. Da sind Kochsachen dabei. Also so ist es schon ganz gut ausgestattet. Da ist dann schon alles dabei gewesen. Handtücher, Bettzeug und so. Ja, die Matratze oben war sehr bequem, muss ich sagen. Wenn man es dann einmal, wenn man dann einmal die Das aber Platzangst hochgeschafft überwunden hat, hat, ne? ja. Wenn die Platzangst überwunden hat, dann liegt man da ganz gut. Aber man kann dann auch nicht mehr auf. Also du kannst da nicht mehr. Ich hab mich nachts beim Umdrehen immer irgendwie den Arm angeschlagen oder den Ehrlich, Kopf so, oder ach so. Gott, so, okay, Junge, Also so schmal, oh Gott. Ah, okay. ist schon tight so. Ich glaube, bei den Mädels unten, die haben unten zu zweit geschlafen. Also unten hat man so eine Sitzmöglichkeit, die man dann halt umbauen kann. Ah, okay. Ist auch vom Gepäck her immer so ein bisschen Hassel gewesen. Ne? Also dann Rucksäcke waren dann nachts quasi auf dem Fahrersitz so, dass man dann Platz hatte. Ja, aber ja, zu dritt ging das schon. Aber oder auch wenn man dann mal bei Regen im Auto sitzen muss, ist es, glaube ich, Oh ja, ja, ist ja schon boah. kuschelig, ne? Soll schon so sagen. Oh Gott. Aber ja, ist dabei, wir sollten das Auto so durchchecken halt, ob alles passt. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, das zu machen. Bei der Fahrerseite ist so die Einstiegstrittkante einfach komplett abgefallen. Beim ersten Versuch einzusteigen, da waren so die ganzen Schrauben gefehlt. Wahnsinn. Und die haben wir dann einfach dort gelassen. Ja, acht die drauf, so, ey, Kratzer hier, Kratzer da und Ich oder habe scheißen eigentlich, drauf und sagen, ciao, Fahrt. du hast halt so eine Checkliste, ne, wo dann diese Auto-2D-Dinger drauf sind. Und da kannst du dann die Kreuzchen machen. Ich habe eigentlich überall Kreuze Okay. einfach Naja, gemacht. einmal einen großen Kreis drum, ciao. genau. Und das haben die so auch entgegengenommen. Und Okay. bei der Rückgabe, muss man auch ehrlicherweise sagen, gab es auch keine Probleme. Also hat alles gepasst. Wir haben natürlich, die Dinger haben halt Kratzer. Ich denke, Ja, klar, das ist dann auch nicht logisch. mehr so krass. Danach, ne, dass die jetzt da. Nee, also das passt schon. War also Und dann seid ihr schon. losgefahren, habt ihr vorher schon gewusst, wo es dann lang geht? Oder seid ihr von Christchurch dann einfach mal losgefahren und gucken, wo man so hindriftet? Nee, wir hatten schon einen recht konkreten Plan. Ich habe mich so ein bisschen rausgehalten. Ich hab das denen, also ich meine, die Jule wohnt schon seit 2 Jahren, die Naja, hatte schon klar. ein paar gute Ideen, wo man halt hin kann. Die Susanne hat sich auch ganz gut vorbereitet. Und da ging es Richtung Mount Cook. Wenn man das, falls jemand auf der Karte begleiten will, keine Ahnung. Also es ging erstmal so ins Inland zu Mount Cook ist der größte Berg in. Ach Gott. Also eigentlich bin ich für so eine Podcast-Folge nicht geeignet. Ne? Ich habe mir maximal die Erzähl Hälfte irgendwas, der der. größte Berg der Welt. Sie haben zwar die Hälfte der Namen der Orte gemerkt. So. Ich hab gerade heute auf Instagram ein Bild von irgendeinem Strand gepostet. Da hat mir die Jule per WhatsApp geschrieben, sag mal, das ist nicht an der West Coast. Weil ich habe halt so Hashtag West Coast und dann das war wo ganz anders. Dann habe ich das dankend nochmal korrigiert, weil es ist schon bescheuert. Aber ja, Sydney also. Lifestyle, das aber Genau. Nee, ja, Hauptsache Likes, ne? West Coast ist Naja, einfach klar, beliebt. logisch. Seit Nee. West Coast Customs.
Deswegen, also ich kann vielleicht eher so ein bisschen was vom generell und von dem Feeling so, aber ich meine, ja, Mount wir Cook lassen war die Orte cool, weg. ist mal schön hochgelaufen, haben uns direkt die härteste Dings ausgesucht. Ich glaube, nee, wir haben die erste Nacht übernachtet und haben auch direkt, es gibt Apps dafür, wo man Free Campingplätze findet, die sind also ziemlich umfangreich. Gibt es ganz viele, die man bezahlen kann, also so klassische Campingplätze. Dann gibt es noch so Government-Plätze, da ist nichts außer am Plumpsklo und du bezahlst, wirfst dein Geld in so einen Münzkorb oder so rein, in so einen Spende oder Automaten was halt. oder so. Nee, da gibt es schon Preise. Schreibst wie so einen Parkschein im Prinzip. Nur analog. Analoger. diesen ist ganz cool, weil es halt Toiletten gibt. Und dann gibt es noch einfach nur Parkplätze. Also kannst du auch je nach Region, es ist unterschiedlich geregelt, dass du einfach so parken darfst und dann gibt es noch Stellplätze. Achso, das ist unterschiedlich noch. Also nicht einheitlich neuseeländisch, dass du überall campen kannst. Ja, oder das ist im so Großen und Ganzen geht es schon, aber es gibt dann immer so Einschränkungen. Aber das kriegt man ganz gut raus, weil dann ist entweder gibt es Schilder, No Camping Zone ab hier oder so. Oder es gibt Schilder Free Camping. Und wenn man gar nicht stehen darf, dann ist auch immer ein Verbotsschild nochmal da. Also wenn du ein Verbotsschild siehst, dann solltest du es halt lassen. Und ansonsten kannst du da recht sorgenlos. Und cool ist halt, wenn du dich wirklich irgendwo in die Pampa stellst oder irgendwas, so einen Schotterweg findest, der halt einfach von der Straße runtergeht und kein Zaun ist und keine Schranke oder irgendwas. Und da haben wir dann echt ein paar ziemlich coole Plätze gefunden. So Da kann man im halt auch gut allein stehen. Also Wasser, Strom, Klo für Frauen also, halt. Speziell. Klo ist eins drin. Ist so ein ganz einfaches Plastik-Chemie-Klo. Wir haben das kein einziges Mal benutzt. Ja, besser so, glaube ich. Es sah auch nicht so aus, als ob es schon mal jemand benutzt hat. Und man bekommt auch, also es war ein, man bekommt auch nicht erklärt, wie das Ding funktioniert. Oh Gott. Und es fehlen, glaube ich, jetzt sag ich, muss ich aufpassen, was ich sage, aber ich glaube, da waren nicht mal so die Chemikalien dabei, die man braucht. Oh Gott. Also zumindest wussten wir nicht, was wir da hätten reinmachen müssen oder ob oder nicht oder keine Ahnung. Also die Dinge, warum es überhaupt ein Klo drin, könnte man sich fragen. Das liegt daran, dass es so Lizenzen für Autos gibt, die full contained sind. Self-contained. Ach so, wie Sterne im Hotel, dass sie das haben müssen, um dann das anbieten zu können. Nee, um oder dann was? Auf gewissen Parkplätzen stehen zu dürfen. Es gibt dann so Campingplätze. Ach so, ah, okay. Und da darfst dass du nur sagen stehen. Wir würden theoretisch aufs Klo gehen können. Nee, ja, eigentlich ist es mal so gedacht gewesen, dass man halt auf den Plätzen stehen darf, weil man nicht in den Busch kackt, sondern in sein eigenes Klo. Das ist auch so ein bisschen ein Problem an der Sache, weil das natürlich an manchen Campingplätzen dann nicht so geil ist, wenn dann jeder ins Gebüsch macht. Ah ja, klar, und logisch. Man findet halt auch Plätze, wo halt alles mit Klopapier voll ist. Also das ist schon mal die erste Regel, dass man sein Klopapier natürlich mitnimmt. Ja. Und dann, wenn man, bevor man in den Busch kackt, gibt es in Neuseeland auch echt überall öffentliche Toiletten. Also dann muss man das halt so einplanen, dass man da ja, war eine das Toilette halt eine Stunde findet. Oder gehst halt mal irgendwo. Ja, aber ja, um jetzt morgens, wenn man jetzt morgens, keine Ahnung, da ins Gebüsch pinkelt. ja, das haben wir dann, ja. Das war dann schon so. Aber ja, ansonsten gibt es auch öffentliche Parkplätze, die kostenlos sind, wo auch Toiletten sind. Also es gab auch schon sehr oft Toiletten. Und ab und zu haben wir uns halt auch ganz irgendwo hingestellt, wo es so gar keinen, also wie gesagt, irgendeinen Schotterweg lang und dann irgendwas entdeckt wird. Und das waren halt aber auch die coolsten Campspots. So. Was mir anfangs ein bisschen gefehlt hat, waren Feuerstellen. Problem ist Südinsel, ihr habt vielleicht schon die Waldbränden, hatten wir es ja drüber. Extreme Feuerbrandgefahr überall. Dadurch natürlich gab, selbst wenn es eine Feuerstelle gab, ist da halt strengstes Feuerverbot, was ja auch richtig so ist. Wir haben es dann irgendwann, als wir ganz unten waren im Süden, wo es ein bisschen feuchter und kühler wird und so, und dann war das dann irgendwann auch wieder okay. Das heißt, wir haben tatsächlich ein paar Stellen gefunden, wo wir das machen konnten. Das ist dann halt, ja, das ist dann so für mich so dieser Camping-Dream. Das ist halt richtig, dass er das Feeling in der Abend Lagerfeuer sitzt, dann das genau, Auto ein bisschen dran, Holz gesammelt, dann das schnitzen. Ding ange... Schwedenfeuer geschnitzt, ein kleines. ich blende unten im Bild ein, wie der Patrick seine
Gartenzwerge alle selbst geschnitzt hat in seinem, für seinen Gartenverein. Im Kleingartenverein. Nee, genau. Nee, aber also lange vor Earl Version dazu auf jeden Fall. Ja, nee, genau. Das hat waren, ich glaube, 2 oder 3 Stellen haben wir tatsächlich gefunden, wo wir das machen durften, konnten. Dafür war es halt auch dann dort auch extrem geil. Ne? Sternenhimmel ist da auch mega cool. Wir waren in irgendeiner Region, die ganz bekannt dafür ist, dass da so, ich glaube, das ist auch so Sternenschutzgebiet, da haben die so spezielle Straßenlampen, die nicht nach oben leuchten, in keinem Fall, sondern so Wahnsinn. Abgeschirmt sind. Da war es super wolkig, als wir dort waren. Aber wir hatten dann ganz random am nächsten Tag Glück und haben dann halt irgendwo anders super geilen Blick gehabt, so mit hier Milchstraße und Gedöns. Ne? Das ist dann schon sehr, sehr cool. Aber war viel los an anderen Campern oder hat man mehr seine Ruhe gehabt oder war das schon manchmal überfüllt, das Ganze? Es ist tatsächlich so, wenn man sich nach diesen Apps orientiert und dann auf die self-contained Plätze, die so ausgeschrieben sind, geht, dann gibt es schon oft, war es schon oft so, gerade wenn man spät ankommt, dass es einfach vollgeparkt ist. Echt? Und da denkt man sich so, yo, also das, und das ist dann manchmal auch echt nicht so geil, das ist dann einfach nur so ein kleiner Schotterplatz, wo alles zugeparkt ist, nix, keine geile Aussicht oder so und halt ein ranziges Dixie-Klo. Einfach dann, nur ein Klo, dass halt ein Klo da ist. Oder? Ja, und dann, aber also da stehst du dann halt eng mit irgendwelchen Dingern und dann, ich glaube, wir standen aber auch kein einziges Mal auf so einem Platz, ne, wenn man dann, wir sind dann eher einfach nochmal losgefahren, auf gut Glück und dann ein paar Seitenwege rein und verfährt man sich halt zweimal und dann findet man doch noch irgendwas, wo dann nur manchmal steht dann da einer oder auch nicht oder man findet, stellt sich irgendwo hin und also ich weiß nicht, also viele verlassen sich da, ich nehme an, dass die einfach mega auf diese Apps fokussiert waren, obwohl du dich halt an den meisten Stellen auch einfach so dir selber was suchen kannst und dich da einstellen kannst, das dann schon chilliger ist. Das heißt, habt ihr weniger auch mit Leuten dann in Kontakt getreten, die da auch mit dem Camp sind? Oder habt ihr da... Ja, es ist generell... Das waren eher verschlossen für sich, die Leute. Ja, das klingt jetzt so, wir waren vor allem auch sehr verschlossen. Jetzt, wo du das so sagst, ja, irgendwie schon. Okay. Irgendwie ist es... Also ich kenne das ja vom Campingplatz in Deutschland, da hockst du da neben dran und dann schwätzt du mit dem, komm rüber ein Bier trinken oder was. Ja. Naja, also wir standen auch 2-3 Mal auf so einem Campingplatz, den man bezahlt hat, und dann ist es schon eher so, dass man mit den Leuten quatscht, ne, weil man kriegt einen Platz und dann so. Ansonsten war es eher so, dass man gefühlt eher so, dass man versucht hat, irgendwie seinen möglichst coolen Platz zu finden, wo einem keiner die Sicht zu parkt. Ja, gut, klar, logisch. Ja, dass man irgendwie, und dann stand mir oft auch alleine einfach. Dann auf der anderen Seite, was ich aber auch von anderen gehört habe, ist halt, es ist Neuseeland echt so ein Pärchending auch, dass man halt viele Paare trifft, die auch so auf sich konzentriert sind. und dadurch als auch nicht, also man kann es nicht mit einem Hostel oder so vergleichen. Wenn man im Hostel ist, dann gehst du da in die Küche und keine Ahnung, machst dein Bier auf. Ich denke, gerade in Neuseeland suchen halt die meisten auch die Ruhe und so ein bisschen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass dann eher Natur und Abgeschiedenheit und. Aber ja, wir haben schon immer wieder interessante Leute dann auch auf dem Parkplatz. Ich habe dann schon immer wieder Leute angequatscht, keine Ahnung. Okay. Oder die auch alleine im Camper unterwegs sind, auch ganz cool. Ich erinnere mich an eine Französin, behaupte ich mal. Die hatte so einen winzigen Van, der war richtig süß. Und aber auch ein Kanu auf dem Dach und so. War halt einfach monatelang alleine damit unterwegs. Auch sehr, sehr cool und krass. Hitchhiker, da habe ich mich eigentlich drauf gefreut. Ich glaube, ich habe erzählt, dass ich Hitchhiking ausprobiert habe selber. War voll gehypt. Jetzt nehmen wir alle mit. Es hat ewig gedauert. Dann haben wir einmal Leute gesehen an der Straße und die haben wir da mitgenommen. Das war eine Bushaltestelle. Die wollten gar nicht mit. Die haben mir eingesagt. Ja, komm mit jetzt. Ja, wir haben die dann genau 5 Kilometer später wieder rausgelassen. Okay. Irgendwie die Polizei haben die, habe ich nur verstanden, keine Ahnung. Die waren crazy, ich glaube, die waren crazy, glaube ich. Irgendwas hatten die. Ja, das war dann ganz witzig. Wir haben die halt mitgenommen und haben dann irgendwo Lunchbreak gemacht und so. Das war dann auch ganz chillig. Cool. Aber, habt ihr Platz gehabt, um mitzunehmen, die Leute? War das, wir mussten ein bisschen umpacken, das schon. Das glaube ich. Aber Sitzplätze hatten wir noch, ja. Man konnte theoretisch vorne zu dritt sitzen.
Also Okay. ich hau auf jeden Fall, auf Instagram gibt es ein Bild von dem Camper, dass man da eine Vorstellung hat. Es ist schon kleiner wie ein VW-Bus. Und halt so ein, weiß nicht, ein Toyota oder Mitsubishi-Bus, ne, wo man als Fahrer quasi auf der Vorderachse sitzt. Oder vor der Vorderachse sogar. Also man sitzt in der Knautschzone. Und aber dadurch, die Dinger fahren sich auch witzig. Die haben halt einen sehr kleinen Wendekreis, was sehr geil ist. Also es ist sehr handlich, obwohl die schon recht lang sind. Aber Allrad haben die nicht, das sind normal Na, das sind schon Frontantrieb. die einfachsten Transporter, die du Ah, da. okay. Da bauen die das halt drauf auf. Hier gibt es bestimmt auch Allradversionen theoretisch, aber die Okay. Dinger, die du da leistest, sind einfach. Ich Okay. frage mich nicht nach der Motorisierung. Viel war da, viel Bums hatte der nicht. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich wollte mal nachschauen, aber das habe ich nicht gemacht. Keine Ahnung. Also, Okay. aber ja, wir sind da überall lang gekommen. Es sind auch viel Gravel Road, also so Schotterstraßen, unbefestigte Straßen gefahren, die allerdings, muss man fairerweise sagen, auch alle sehr glatt sind. Also zumindest glatt in dem Sinne, dass da keine krassen Schlaglöcher oder Hindernisse sind. Wahrscheinlich bei uns die Schulstraße in Mannheim früher schlimmer gewesen als die Ja. Schotterpiste in Neuseeland. Auf, ja, oder hier, weil wir es wieder in Spanien als da rumgefahren sind oder so. Boah, ey, klar. Das kannst du gar nicht. Also da, es gab dann als mal so Rillen, das ist mega unangenehm war, aber jetzt keine Herausforderung fürs Auto. So. Das Auto hat also durchgehalten komplett oder war irgendwo war eine Ja, Panne? nö. Panne. Platten. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich irgendwann mal einen Reifen wechseln darf oder so. Aber nee, also da ist gar nichts. Hat alles super Okay, geklappt. Die das ist mal Karre. gut. Nee, auch weil ich jetzt am Anfang gesagt habe, hier ungemütlich und so. Man kommt dann schon rein, ne? Und wenn man da so ein paar Tage drin pennt und dann Ajo. gewinnt man, dann wächst der einem so ein bisschen ans Herz, der Karren. Und nee, genau, es war dann schon ein Teil des Teams, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Es war schon Okay. ganz cool. Habt ihr dann abends schon gewusst, wo ihr morgens dann wieder hinfahrt, oder habt ihr dann erst im Laufe des Tages entschieden, wo ihr abends dann die Endstation sein wird? Es war unterschiedlich. Wir haben schon oft ein Ziel dann vor Augen gehabt, ein konkretes. Oder auch, wir sind dann ja zum Beispiel nach Tenniden weiter, wo wir nochmal eine Freundin von mir getroffen haben, die Roche, die auch bei mir über Couchsurfing damals in Mannheim war. Das war ganz cool, die nochmal ja, quasi dann Cooles Wiedersehen zurückzubesuchen. auf jeden Fall, Das war ne? richtig Ja. cool. Da haben wir dann auch mal eine Nacht, die hatte ein großes Gästezimmer und so, das war richtig cool. Also so genau, aber sowas muss man dann halt planen, dass man sich dann ja treffen kann auch. Genau, ansonsten hatten wir halt, wie gesagt, hatten wir so ein paar Punkte auf der Liste, die wir auf jeden Fall sehen wollten, Okay. wo wir dann halt auch recht gezielt hin sind, aber wir haben schon als jetzt nicht festgelegt, wo wir pennen, sondern dann, jo, oder wie das Wetter so ist, und dann irgendwie, ja, dann schauen wir jetzt einfach mal, was wir so auf dem Weg, ne, wenn wir jetzt demnächst was Cooles finden, bleiben wir einfach da, ansonsten Okay. Hatten wir aber auch meistens so einen Plan B, auf welchen Campingplatz wir gehen könnten. Also es war eigentlich auch Okay. immer ganz gut. Da haben wir dann so einen Campingplatz rausgesucht und dann aber erstmal auf dem Weg dahin oder in der Umgebung geschaut, ob wir auch noch was Cooleres finden oder halt was. Okay. Ich war halt tatsächlich meistens schon hinterher freizustehen, weil irgendwie, keine Ahnung, Ja klar, jetzt du hast du. gerade in Neuseeland stelle ich mir auch so im Kopf so vor, freie Landschaft irgendwo Ja, am also See. man, und dann hat man halt, also ich meine, man hat ja das Fahrzeug sich dafür auch geholt, um dann halt das eben auszunutzen. Und ich meine, was du vorhin auch gefragt hattest, hier wegen, ob das Ding ausgestattet ist, dann da auch frei zu stehen. Es ist halt, also wir sind halt viel gefahren, wir sind schon jeden Tag gefahren und dadurch waren die Batterien, denke ich, immer voll. Okay. Das heißt, für so eine Nacht ist es überhaupt kein Problem mit Strom und Batterie und allem. Gas ist sowieso, das haben wir nicht, also das hält ewig. Wasser muss man halt immer mal wieder alle 3, 4 Tage auffüllen. Das Wo habt ihr das Tage lang. aufgefüllt? Irgendwo gab es Stationen oder was? Oder? Ja, an vielen Tankstellen oder in jedem Okay. Ort gibt es halt Stationen, wo du es ablassen kannst, wo du es auffüllen kannst. Kostet auch Okay. nichts. Also total, ja, camperfreundlich alles aufgebaut. Auch gar kein Problem. Auch das findet man super easy über die App oder. Es gibt halt in Neuseeland auch nicht viele Straßen. Ja, du fährst immer diese Hauptstraße lang, kommst durch einen Ort, Siehst es, da kommt irgendwo so ein Schild, fährst du dahin, zack, fertig. Also, ja, man kann sich da schlecht verfahren, weil man Okay. immer irgendwie zu Keine der Möglichkeit Hauptstraße hat. kommt und dann gibt es eigentlich meistens nicht mehr als zwei Richtungen. Und das sollte man ja dann irgendwie hinkriegen, ob man jetzt, keine Ahnung, hoch oder runter fährt. Stimmt. Also, das Hoch ist oder schon, runter, ja. ja, also,
kann mir nicht vorstellen, dass man mit dem Ding ewig lang autark stehen kann. Auch von der Batterie wahrscheinlich nicht. Das heißt, Aber da wenn ist man. Solar hat er gar nicht gehabt, sondern eher nur von der Batterie des Nee, Motors. genau, wurde So. nur durch den Motor geladen. Okay. Also, ja, da, wenn man dann viel fährt, ist es kein Problem, aber ich denke, wenn man da jetzt ein paar Ja, gut, Tage klar. irgendwo stehen will, dann, also er hatte auch einen Außenstromanschluss, aber dann, das heißt dann wieder Campingplatz, ne? Ja, genau. Wir haben es jetzt nicht ausgereizt, wir haben es nicht Okay. geschafft, irgendwo mal länger zu stehen. Stehen zu bleiben. Ja, Überbrücken von zu daher, lassen. ja, genau, von daher kann ich, ja, kann ich gar nicht so richtig sagen. Was man halt am Anfang unterschätzt, sind auch so die Distanzen. Es ist, hört Das sich glaube alles ich gerade, nah das glaube an. ich, ja. Es sind nicht viele Kilometer, die man da machen muss, aber es dauert halt lang, weil die Straßen, es sind halt echt einfache Landstraßen. Gerade auf der Südinsel gibt es keine einzige Autobahn. Und dann tuckert man da so halt vor sich hin. Die Straßen sind manchmal da nicht so geil ausgebaut und dann haben die an vielen Stellen auch, wenn die Baustellen haben zum Beispiel, dann ist halt eine Spur dicht mit Ampeln oder ganz oft haben diese Studenten da Okay. stehen mit Fahnen, das ist ganz witzig. Echt? Und da sieht man wieder, wie nett und cool die sind. Ne? Die stehen dann als da und winken jeden, der durchfährt. Und die stehen da den ganzen Tag und winken den Leuten, also so. Das war ein Stoppzeichen, Philipp. Das war kein Winken. Ich mit Hupsignal zurückgegrüßt. Was ist? Was ist? Nee. Lass mich durch. Nee, also, ja, da sieht man auch, weiß nicht, fand ich halt faszinierend auf jeden Fall. Okay. Aber Oder. Tankstellen, also Spritproblem habt ihr nie gehabt. Also das ist immer, also es gab Na, immer zu tanken irgendwo. Also ja. so weit weg ist man nicht. Nee, es gibt dann so ein paar Orte oder Strecken, wo man schon eine Weile dann, oder wo es gerade so Passstraßen sind, da gibt es dann auch so ein Schild hier, letzte Tankstelle und so. Okay. Aber, also nee, das ist, selbst das ist eher harmlos, ne? Okay, ein Ich gut. weiß nicht, wie viel Sprit in das Ding reingegangen ist. Der, so groß war der Tank gar nicht. Ich glaube, 40, 50 Liter nur. 40 für so ein, weiß nicht, hätte jetzt irgendwie mehr erwartet, aber wie weit sind wir damit gekommen? Ich weiß nicht, der hat schon ordentlich Sprit ge. Ja, Wir haben alles so. dokumentiert, wir haben es nur noch nicht ausgerechnet. Deswegen kann ich das nicht. 10, 11 Liter? Ist halt ein Okay. Benziner, ne? Also, ja, ist jetzt. Man tankt dann auch viel. Also, man ist schon viel tanken. Auf jeden Fall. So alle Ihr habt zwei noch viel Tage. ausgegeben, also was noch zum Camperbild dazu kam, also viel Campingplätze ausgegeben noch, oder Nee, also für was Unterkünfte war haben wir da? wenig ausgegeben. Wir haben echt nur ganz selten mal auf einem bezahlten Campingplatz gestanden. Das Es heißt, war das teuerste einmal. war der Sprit oder das Essen wahrscheinlich. Genau. Wobei auch Kochen. Wir haben uns dann schon ab und zu ein bisschen was gegönnt, so, aber es hat auch mega. Mir hat es so viel Spaß gemacht, in diesem Camper zu kochen mit den zwei Gasflammen und so. Ich bin mega dran Das glaube aufgegangen, ich. ne? Ich habe dann immer die Mädels haben mich fleißig unterstützt, haben schon geschnippelt. Und ich stand dann, ne, hier, da, habe alles in die Pfanne geworfen, ein bisschen gerührt und so. Mega, mega Bock gemacht. Wir haben uns dann immer mal wieder, hat jeder so seine Lieblingsrezepte durchgekocht und so. Das hat Du hast schon aber sehr gut keine russischen funktioniert. Brötchen gemacht, oder? Nee, es gab keine, nee, wir hatten keinen Keine Backofen. Leona. Kein Backofen im, Gasbacko. nee, leider nicht. Und ja, und wie gesagt, Lagerfeuer haben wir auch nicht so oft gehabt, dass man da einen Grill hätte sich jetzt auch nicht gelohnt. Aber nee, das Kochen an sich, ich weiß nicht, ich habe. Seit ich jetzt von dem Campertrip zurück bin, ist diese Kochmotivation wieder weg gewesen. Und in diesem Campervan hatte ich einfach jeden Tag so Bock zu kochen irgendwie. Und das, obwohl der Camper, der Gaskocher in dem Ding war. Hast du Also dann drin cooler. knien müssen oder kannst du da irgendwo sitzen Nee, und dann? der hat ja ein Hochdach. Also du kannst da locker drin stehen und Okay. so. Also das ist gar kein Problem. Und es ist auch gut, dass man das drin machen kann, weil halt, wenn es dann mal regnet oder so. Ja, dann passt das auf jeden Fall. Das ist schon gut. Hast du eine Dachluke gehabt, wo dann der Schmuck abziehen kann, oder Ja, was? genau. Dachluke. Was halt gerade so an der Westküste noch ein bisschen krass ist, sind halt Sandflies. Also ich habe echt jeden gefragt, so, was sind eure Geheimtricks dafür? Ich habe keine Ahnung, also das ist richtig, die Susanne, die sah am Ende aus, ihre Füße, als ob sie Windpocken hat oder so. Also richtig schlimm, Wahnsinn. also wie so eine ansteckende Krankheit einfach. Das war so, what? Ja, mega, mega nervig auf jeden Fall. Und dann, ja, wenn du dann mal in irgendeiner Ecke bist, wo das richtig schlimm ist und das Auto einmal aufhast, dann sind die alle da drin. Alle echt. Und du kriegst, also,
Gott. Das, ja. Nächster Nachteil, ne, wenn du jetzt ein Feuer machen könntest, würden die wahrscheinlich sich alle verpissen. Ja, vom Rauch, klar. Genau, aber das ging halt nicht. Also deswegen war dann manchmal mit draußen sitzen auch nicht so eine geile Idee. Was dann halt echt Ui. schade ist, ne? Du hast dann so einen geilen Strand in der Nähe oder eine geile Aussicht, geilen Sternenhimmel, aber hast trotzdem keinen Bock, dich rauszusetzen. Aber die Das ist waren dann nur am Meer, also irgendwie. die Sandfliegen waren nur am Meerstrand oder waren die auch am Seestrand Ja, oder? ach, wir waren da an einem See. Das war so eine Schnapsidee von mir. Weil ich da ein cooles Instagram-Bild gesehen habe, die Jule schon gewarnt, dass da viele Sandflies sind. Und ich so, ja, wir haben jetzt die ganze Ah, Zeit was? Sandflies gehabt, ne? Das wird schon nicht so schlimm sein. Und dann sind wir da rausgegangen. Und es war einfach die Hölle, ey, Wahnsinn, was da los war. Also wirklich, waren wir dann einmal kurz raus auf den Steg gelaufen, Verstochen und worden und ciao. verstochen und wieder ins Auto, und das Auto war voll mit seinem Fleiß. Wir sind losgefahren. Die Susanne war so verzweifelt, die hat dann während der Fahrt die Heckklappe des Autos aufgemacht, mit der Hoffnung, dass die alle so raus Dabei halt dein während der Gepäck Fahrt. geopfert. Ja gut, die Gitarrele war dann weg. Das war schade. Nee, also Straffen muss sein. und dann haust du dagegen die Scheibe und so. Also, boah, nee, das ist so ein bisschen der ungeile Teil. Okay, na Auf jeden gut. Fall. Generell hatten wir aber wettermäßig super viel Glück. Wir hatten 2 Regentage. Super. Ich muss es erzählen hier. Susanne war am besten ausgestattet und hatte eine Regenhose dabei. Und es war halt schwül, warm und Regen, ein bisschen Nieselregen. Und ich bin so mit der Badehose losgelaufen und die Susanne halt Jeans, Regenhose, losmarschiert. Und ja, da haben wir dann den Rest der Reise uns ja immer mal wieder drüber erfreut, über die Erfahrung. Aber so wurde auf jeden Fall das komplette Gear ausgesetzt. Susanne, ich hoffe, du Benutzt. bist mir nicht böse für die. Für die, wie sagt man dann, so Geschichte, für die Geschichten, Naja, also Details. kleine Nee, Schmankerls. die kleine Schmankerls. Nee, also wir haben uns schon ganz gut kombiniert, alle, glaube ich. Ich glaube auch. Das war schon ganz, ganz gut. Ja, ansonsten, generell, was soll man noch sagen zur Südinsel? Ich meine, man geht viel wandern. Habt ihr Tiere gesehen? Irgendwelche wilden Rehe oder was? Oder Wir haben andere Rehe gesehen, exotische? sehr viele Rehe, Ja? aber kein einziges Wildes. Also die haben die in Zäunen, Ja, in Gehegen. ist krasse Information, dass die meisten Wildtiere, die du hier kaufen kannst, alle aus Neuseeland kommen. Also Wirklich? alles, ja, das Nein, meiste Wild, was du in ehrlich? Deutschland kaufen kannst, kommt alles aus Neuseeland. Wirklich? Ja, in der Metro oder wo Wir auch haben immer, uns, alles nein, aus ohne Neuseeland. Scheiß, wir haben Über, uns das sind überlegt, überall mal. Gatter, das sind überall Was? Gatter, von Ja, Damhirsch, genau. Rehe, Ja, Rothirsch, alles. alles. Die haben riesige Gehege dort, wo du dann die Tiere züchten Siehst und du dann da die noch ganze nach. Zeit? Und wir haben uns, Ja. ich habe mir gedacht, so, was machen die mit dem ganzen Rotwild, also mit dem Das ist alles ganzen Export, das ist Zeug? alles Export, das ist krass. Verrückt. Also klar, man sieht viel Schafe. Das ist so das most obvious. Kühe auch. Und dann tatsächlich viel Wild, in Krass, gell? Anführungszeichen, das halt nicht so arg wild ist dort. Krass. Cool, Ich weiß Moment, zwar du. nicht warum gerade Neuseeland, aber es kommt alles aus Neuseeland. Also 90% kommt aus Neuseeland, Ja, was bei uns importiert wird. warum haben wir, ich meine, Patrick, du als Jäger, vielleicht, warum machen wir das in Deutschland nicht? Ja, gut, der Platz ist einfach nicht da, glaube ich, Ja, oder gut, wir haben ja die. auch Kühe, könntest ja genauso sagen, yo, scheiß auf die Kühe, ich tu mir ein paar Wahrscheinlich ist es Rehe. günstiger aus Neuseeland das Ganze zu importieren, als bei uns aufzuziehen und so. Ja, Also es gibt bei uns auch Gatter, aber halt nicht in dem Ausmaß, glaube ich. Also es gibt also nicht von der Menge her. Und bei den ja, von es den wild lebenden Wildtieren geht es halt gar nicht zu handeln, ne? Ist ja klar. interessanter Side-Fact. Thema Wolf an der Stelle. Der Wolf ist zurück. Der Patrick hat immer, als ich mit dem Thema Podcast angefangen hat er immer Sehr hier unkreative Ideen gehabt. immer auf dem wollte immer mal über das Thema Wolf reden. Irgendwann machen wir das auch. Das Irgendwann machen wir mal, zur Jubiläumsfolge. hundertsten Folge machen wir dann mit dem Thema Wolf. Okay, also schieben wir das nochmal raus. Ganz weit raus. Aber wenn wir schon hier off-topic sind, wollte ich eigentlich am Anfang machen. Und hier auch, wie ich zum Thema Podcast gekommen bin. Da wollte ich so eine kurze Werbeeinblendung, kurze Werbepointe. Okay. Ich habe drei liebe Freunde, die
ja, über die ich zum Podcast gekommen bin, die betreiben einen Blog, Citizen Sea, und da schreiben sie über Serien, Videospiele, Filme und das ganze Zeug, also so ein bisschen, es sind so drei Serien-Junkies, Nerds, Spiele-Nerds, und ja, und die haben eben auch einen Podcast, und den habe ich bei der ersten Aufnahme geholfen und bin darüber selber auf den Geschmack gekommen, einen Podcast zu machen. Was ich an der Stelle sagen will, falls euch das Thema interessiert, ist auf jeden Fall auch ganz cool, denen zuzuhören. Schaut da mal vorbei, ich hau das auch in die Shownotes rein. Ich habe eben nachgelesen, Thema Export von Wildtieren aus Neuseeland. Ach so. Ja, ansonsten wilde Tiere, um da nochmal drauf zurückzukommen. Großes Ziel war, Pinguine zu entdecken. Es riecht hier verbrannt, sag mal. Ist das hier schon, das hier? Boah. Mir ist auch so warm. Ich habe gerade so schlecht Luft. Also was wir öfters gesehen haben, sind Seelöwen. Immer mal wieder. Seelöwen oder Seehunde. Seals oder Sea Lions. Den Unterschied haben wir noch nicht rausgefunden. Ich glaube, das unterscheiden sich hauptsächlich an den Ohren und der Größe. Aber das hat nicht gereicht, um dass ich selber jetzt den Unterschied hätte ausmachen können, wenn du so ein Vieh siehst. Die sind relativ, also an manchen Stränden sind die echt mega entspannt. Also die haben jetzt keine Angst vor Menschen. Mm. Aber jetzt sollte man jetzt auch nicht wirklich denen zu nahe kommen oder so. Das sind halt wilde Tiere. Ansonsten Pinguine war das große Ziel. Und die, da waren wir waren ich wusste gar nicht, dass da Pinguine gehen, wusste ich gar nicht, okay. Ja, wir waren an einigen Pinguin-Points und haben keine gefunden. Und dann waren wir, irgendwo waren wir dann zur richtigen Zeit, weil das Ding ist, dass die normalerweise früh morgens aufbrechen von Land und auf die Jagd gehen. Also wirklich vor Sonnenaufgang. Okay. Oder, also super früh, keine Ahnung. Auf jeden Fall früher, als wir so aus dem Bett kommen. Und dann jagen die den ganzen Tag bis zur Dämmerung. Und dann kommen die erst wieder zurück an Land. Und deswegen siehst du die ja den ganzen Tag nicht. Aber wir haben einmal zur Dämmerung an irgendeinem Strand, da gab es dann wie so ein Bunker, ein Aussichtspunkt, weißt du, wo du so Schlitze hast, wie in so einem Bunker war das, weil die super scheu sind auch, die Viecher, und dann konntest du von dort halt schauen, und da haben wir einen einzigen Pinguin stand da an diesem Strand, keine Ahnung, und den haben wir da gesehen, und das war von Weitem, war das echt nur so ein weißer Fleck, und war da aber halt, waren da irgendwelche Wildfreaks, die uns ein Fernglas in die Hand gedrückt haben, das war super nice. Und ja, dann konnten wir den Pinguin auf jeden Fall von der Liste streichen. Das war ganz cool, den da zu beobachten. Immerhin, gell? Immerhin Pinguin. Ansonsten siehst du viele Vögel. Kein Kiwi-Bird haben wir nicht gesehen. Die sind auch super selten. Es gibt so Hühner, die so ähnlich aussehen. das ist dann so der Running Gag. Ja, aber viele Vögel auf jeden Fall. Ja, weiß nicht. Wir waren in den... Das war schon ziemlich am Ende der Reise, in den Marlborough Sounds, genau, und da haben wir Rochen gesehen. Und das war ziemlich cool, da bist du auf so einen Steg gelaufen und dann waren da riesige Schatten im Wasser, die sich bewegt haben, und dann waren das einfach riesige Rochen, also auch verschiedene Arten irgendwie. Das war ziemlich cool und auch Fische. Und die kamen dann so, habt ihr dann irgendwie oder sind die einfach so lang geschwommen? Oder habt ihr wir wollten eigentlich mit dem Schnorchel ins Wasser springen, wäre vielleicht cool gewesen. Haben dann erst Mittag gegessen. Steve Irwin. Ja, das habe ich auch dran gedacht. Aber ich glaub, der wollte den ja auch fangen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die sahen recht chillig aus. Ich habe auch früher irgendwann mal einen Rochen gesehen. Die sind jetzt auch nicht. Die sind auch eher scheu, denke ich mal. Ja. Naja, wir haben uns dann erstmal Mittagessen gegönnt. Das Wetter war super geil. Und kaum haben wir gegessen, hat sich der Himmel verdunkelt und es war super kalt und windig auf einmal. Und wir haben uns dann vorm Wasser gedrückt, muss ich zugeben. Das war ein bisschen enttäuschend. aber es war also von dem Steg, die sind unter dem Steg durch und so, das war ganz witzig, war ganz cool. Ich muss ansonsten dazu sagen, dass ich natürlich wieder in wirklich jede erdenkliche Wasserstelle, mögliche Wasserstelle reingesprungen bin. Also wir waren im Gletschersee baden, was ziemlich geil war. Der hier Tekapo, ach Gott, ich kann nicht. Tasman Glacier Lake am Mount Cook da irgendwo. Da kannst du saugeil oder okay, ich weiß nicht, waren wir in dem schwimmen? Oder, das sind so viele Seen. Wir waren im Gletschersee schwimmen irgendwo.
Das glaube ich, da bist du überall reingegangen. Auf jeden Wasserfall, Fall. in die Wasserfälle und so. Gab auf jeden Fall ein paar Gelegenheiten. Es war meistens kalt. Und hier mit der Roche in Deniden, da waren wir im Meer baden, wo die hier antarktischen Strömungen vorbeikommen. Also Ja, auch da hier die sogenannte Polar Bear Challenge, da ins Wasser zu gehen eben. Ja, das wäre auf jeden bist du Fall. komplett reingesprungen, komplett mit Haut und Haaren. Ja, Oder was? Flachkörper voraus, genau. Flachkörper, Itza rein. Itza rein. Nee, also, ja, da ist schon cool, wenn man da Bock hat auf Wasser und auf kaltes Wasser und wandern, dann ist man da ganz gut aufgehoben, denke ich. Es wird wahrscheinlich eh viel gewandert dort in Neuseeland, oder? Ist das es gibt, Volkssport? Die Wanderwege sind halt auch ultra geil ausgebaut. Mhm. Also, da musst du echt schon doof sein, wenn du Okay. da dich verläufst. Und es gibt auch krasse Wanderwege, also es gibt auch so, wo du da tagelang, wochenlang rumwandern kannst. Sowas haben wir nicht gemacht, wir hatten ja den Bus dabei. Na klar, logisch. Macht keinen Sinn, dann irgendwie eine Woche wandern zu gehen. Der Bus dann irgendwo rumsteht. Wir haben halt schon eher so kurze Halbtages- oder mal ein Tagesding oder so. So kürzere Sachen War da gemacht. auch wenig los oder war da schon... Oder hat es verlaufen? Ja, es ist unterschiedlich. Also es gibt immer so ein paar Punkte, wo man dann halt, keine Ahnung, nur eine halbe Stunde irgendwo hinläuft an einen Aussichtspunkt. Dann ist auf einmal da, hält da gerade halt irgendein Touribus und dann ist da die Hölle Naja, los. klar, okay. Aber du findest auch immer wieder Tracks, wo keine Sau ist, wo du ganz alleine bist. Was auf jeden Fall auch cool ist. Also wir haben, ja, wenn ich jetzt diese ganzen Namen sagen könnte, wir waren an irgendeinem Berg. Da geht's richtig cool durch den Dschungel erst. Also es ist generell in Neuseeland ganz cool, dass du oft so sehr schnelle Vegetationswechsel hast. Also verschiedene Zonen, keine Ahnung. Dann läufst du so durch den Dschungel hoch, dann kommst du an die Baumgrenze, dann bist du auf einmal so auf so einem vertrockneten Berg. Dann läufst du da lang und dann kommen auf einmal so sumpfige Seen in diesen Bergen drin und an der linken, links von dir ist ein kleiner Wasserfall, der da runterkommt und so. Und auf einmal läufst du dann durch den Matsch und keine Ahnung. Also so, das ist schon sehr, sehr cool. Also da macht die Natur schon sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Verschiedene Facetten auch dann der Natur zu sehen, ne? In genau, kurzer genau. Zeit. Ja. Also was man auf jeden Fall da bestimmt auch cool machen kann oder was ich auch von anderen gehört habe, sind halt wirklich auch so Mehrtageswanderungen. Die haben ganz oft diese Hütten, die man mieten kann, die dann so ganz einfach, wo einfach nur eine Matratze drin ist, bringst deinen Schlafsack mit. Okay. Oder gehst halt mit dem Zelt los natürlich. Da kann man, glaube ich, schon richtig coole Sachen machen. Definitiv. Okay. Ja. Was ist dein Resümee? Würdest du es, wenn du es nochmal machen würdest, du es nochmal machen? Und wenn, was würdest du anders machen oder würdest du es nochmal genauso machen? Also, von Anfang an war ich ja, hat mich dieser Gedanke, da so ein Van zu kaufen statt zu mieten, nicht wirklich losgelassen. Wobei ich im Nachhinein auch viele, also ich habe mittlerweile viele blöde Storys gehört, dass Leute so Van gekauft, eine Woche später total Schaden, weil Motor am Arsch. Ja, okay. Und dann ist es halt gerade für so einen kurzen Zeitraum, glaube ich, macht es schon, ist es schon okay, auch wenn das sau teuer ist, sich einen zu leihen und dann hat man halt kein finanzielles Risiko und auch keinen Stress, den wieder loszuwerden und so. Generell, also klar, auf jeden Fall machen mit dem Campervan, das macht voll Sinn, würde ich auch wieder machen. Auch wieder ein Juicy oder eine andere, oder meinst du, andere wäre das besser? Das Juicy-Ding ist ein guter Kompromiss, sieht scheiße aus, ist aber von der Preis-Leistung her, denke ich, schon ein ganz guter Deal. Also wie gesagt, wir sind überall hingekommen. Das hat schon alles, das passt schon auf jeden Fall. Das ist schon in Ordnung. Ja, nö. Und also es hat auch von der Organisation und so, hat schon alles gut geklappt mit dem Leiding. Ja, mich würde natürlich reizen, sowas nochmal langfristiger zu machen. Aber da ist halt, hätte ich halt mehr Zeit für einplanen müssen und dann wirklich mit eigenem Camper kaufen und dann vielleicht an vielen Stellen halt noch mehr Zeit oder auch einfach mal noch länger irgendwo zu stehen oder so, wenn es aber von cool der ist. Zeitdauer, diese 3 Wochen wart unterwegs, glaube ich, gell? War das da genug für die Südinsel oder habt ihr alles gesehen, was ihr sehen wolltet oder war klar, was man so wenig Zeit hat, aber habt ihr alles so weit abgeklappert, ja, also was ihr euch vorgenommen habt? So die Highlights-Punkte, glaube ich, die wir vorhatten, haben wir schon alle hingekriegt. Aber ja, also man hätte, man trifft dann auch immer wieder Leute, die erzählen dann noch, haben dann noch irgendwas Cooles gesehen und dann hätte man da auch noch hingekonnt oder so. Okay. Also alles
kriegst du da auch nicht hin. Aber Hm. ich treffe hier auch Leute, die 3 Wochen für ganz Neuseeland haben. Oder ich gehe Na jetzt klar. Ende April, gehe ich nochmal 2 Wochen für beide Inseln auf eine Rundtour. Da mit meinem Videoprojekt hier. Von daher ist 3 Wochen auf jeden Fall, denke ich, ein ganz guter Start. Okay, aber nur für eine Insel, aber wahrscheinlich für zwei Inseln wahrscheinlich zu viel. Ja, Zu wenig, es meine kommt halt auf den Reisetyp so ein bisschen ich. an. Ich bin, glaube ich, versuche eigentlich eh super entspannt mit so Sachen, an so Sachen ranzugehen und mir mehr, lieber mehr Zeit zu lassen und dafür weniger zu sehen. Aber ja, also ich würde auf jeden Fall 3 Wochen mir lieber eine Insel aussuchen und Okay. dann da mehr sehen, statt sich da zu Bin ich mal stressen. gespannt, was du zur Nordinsel sagst dann, wenn du dann diesen Rundtrip machst, ob du Genau, dann da bin auch ich ja irgendwie. dann eine Woche Nordinsel. Ja, bisher habe ich es nicht mehr aus Wellington rausgeschafft. Ich bin jetzt seit wann bin ich hier? Seit, ja, so ziemlich nach unserem Rundtrip bin ich wieder nach Nelson, habe da was gefilmt. Patrick im Hintergrund gerade am Laptop laden, glaube Ich brauche das Ladekabel. ich. Sieht gut aus. Genau, und dann bin ich nach Wellington, habe da was gefilmt und habe mich jetzt entschieden, hier noch 2 Wochen zu bleiben, weil Okay. mir die Stadt sehr gut gefallen hat. War schon ein, zweimal hier. Es ist halt im Vergleich zu Nelson oder auch zu anderen Städten, ist hier einfach was los, ist sehr aktiv. Ich weiß Okay. nicht, ob es Aktiver als in Nelson oder Christchurch oder Ja, ich wo? meine, Nelson ist auf jeden Fall auch deutlich kleiner. Christchurch war ich jetzt auch nur eine Nacht. Christchurch Ach ist so, stimmt, weil dann groß. irgendwo ab nur abgeholt, ne? Genau, aber Das Wellington Ding. ist auf jeden Fall cool. Es sind viele Festivals und Events. Okay. Es ist die Hauptstadt von Neuseeland. Es ist Ah, nicht okay. Auckland. Das habe ich das gelernt immerhin. Ja. Also hier ist auch das Parlament und Regierungsgebäude und so Zeug. Nee, aber also Nightlife ist hier auch viel los auf jeden Fall. Es ist ein schöner, großer Hafen und auch ein Wie cooler lange Strand. bleibst du noch dort in Ich der bin jetzt Stadt? noch eine knappe Woche hier. Ich Naja, habe, dann hast du noch muss einiges dazu zu sagen, erkunden noch. ich habe bisher tatsächlich noch gar nicht wirklich viel erkundet, weil ich jetzt gerade wieder am Arbeiten bin. Hier Remote-Job-mäßig ein Webprojekt am Start habe. Ja, was mich so ziemlich die letzte Woche ganz gut beschäftigt hat, auf jeden Fall. Was aber auch, ja, was an sich auch ganz cool ist. Ich finde es auch hier ganz cool, also ich habe ein sehr cooles Hostel gefunden und ja, da lässt sich es ganz gut aushalten, arbeiten, podcasten auch um diese Zeit. Ich hoffe, dass der Ton jetzt mittlerweile gut ist. Ich glaube, hier sitzt keine Sau mehr rum. Alle verscheucht. Ja, was labert der Typ? Es ist halt, was in Neuseeland ist halt echt, man trifft halt überall super viele Deutsche. Also 50% der Leute sind meistens Wirklich? irgendwie da, also gefühlt, ne? Es ist schon verrückt und jeder, ja, ich habe in Nelson waren Kanadier, das war ganz witzig. Da waren wir auch halt so eine Hostelrunde und dann hat er irgendwie, haben sich halt Leute vorgestellt aus Deutschland, dann hat der Kanadier angefangen, Deutsch zu sprechen. Und dann hat ihn jemand gefragt, ja, warum sprichst denn du, wo hast denn du, wann hast denn du Deutsch gelernt oder warum? Und dann so, ja, wenn man seit einem Jahr in Neuseeland am Reisen ist, muss man Deutsch lernen. Geil. das fand ich, das ist so ein, Ja, das zeigt schon viel, gell, die Aussage, genau, vielleicht. das erklärt eigentlich schon alles, so was das angeht. Ja, reist um die halbe Welt und triffst dann nur Deutsche. Nee, aber auch so, ich meine, im Hostel ist immer ganz cool und lernt man immer ganz viele verschiedene coole Leute kennen. Und genau, jetzt mal schauen, ich muss gucken, wie viel ich die Tage noch arbeiten muss oder ob ich da noch was mache. Ich muss auch zugeben, dass ich mit dem Podcast ein bisschen noch was zu tun habe. Ich habe da einige Folgen geplant und ja, habe da die letzte Zeit nicht so viel vorgearbeitet. Genau, also da gibt es verschiedene Baustellen auf jeden Fall. Bleibst du in dem Hostel bis zum Ende oder hast du noch vor, irgendwie zu wechseln? Nee, ich hatte hier tatsächlich eine Woche erst gebucht, was auch schon viel ist. Normalerweise buche ich immer erst so einen Tag und dann schaue ich mal, ob Ja, es mir kenn dich gefällt und so. da. Das war allerdings so, als ich hier geschaut habe. Ich habe direkt geschaut nach einer Woche. Auf Hostel World schaue ich meistens zum Okay. Buchen. Und es war wirklich nur dieses einzige Hostel frei, verfügbar für den Zeitraum. Wahnsinn.
Und dann war ich so, okay, gut, dann buche ich das jetzt halt. Und es ist jetzt nicht das günstigste, aber es ist richtig nice. Also sehr, 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 sehr cool. Ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, man zahlt, was zahlt man jetzt hier? 40, $35 so. Los geht's meistens, würde ich mal sagen, so ab $28 sind so die günstigen Hostels. Wobei es auch von Ort zu Ort Okay. unterschiedlich ist. Also ich kann jetzt Na klar, keinen, logisch. ich glaube weiter, ja, nee, ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Nur, dass man so eine Idee hatte. Genau. Nee, und jetzt habe ich nochmal eine Woche verlängert, weil es hier cool ist und weil ich zu tun habe und dann wahrscheinlich auch gar nicht jetzt so viel noch erkunden werde, außer jetzt direkt hier in Okay. Wellington selbst, genau. Weiß, ich werde gerade, ich muss was trinken. Meine Stimme. Ja, findest du eigentlich, dass sich Neuseeland verändert hat seit diesem grauenhaften Anschlag? War das, ist es irgendwie anders geworden und hast irgendwas gemerkt? Merkst du es im täglichen Leben, dass es irgendwie anders, irgendwas anders ist? Generell hier, gerade hier in Wellington, was Ist das auffällt, ist, Gespräch auch? es ist jetzt, also es war, wir haben hier die Trauer, Minuten mitbekommen, auf jeden Fall. Da gab es Okay. eine offizielle Trauerminute, die dann so im Fernsehen und so übertragen wurde. Dann war am Wochenende war ein Musikfestival, die haben dann nochmal quasi festivalintern so eine Trauerminuten gemacht, um den zu gedenken eben. Was aber so im Alltag auffällt, ist, dass ganz viele so Street-Art-mäßig Sticker, Plakate Okay. oder auch in Geschäften irgendwie so Zettel hingehängt werden. Hier, wir denken an unsere muslimischen Mitbürger und Mitbrüder oder wie auch immer, oder ne, hier so gegen Rassismus, also einfach so Statements, die Gegen man. Hassen alles, ja. Genau, die man, genau, hier ist kein Platz für Hass oder hier ist kein Platz für Rassismus oder Muslime gehören zu uns und solche, also sehr, Ja. also ganz viele so positive, Aussagen und Okay, Statements, okay. die auf jeden Fall auffallen in der Stadt, kann ich jetzt natürlich auch nur für Wellington erzählen. Ich glaube, weiß auch nicht, wie es davor aussah tatsächlich, ob die, echt, also es sehen schon einige so aus, als ob das aktuell dazu ist, oder es gab auch dann hier so Street Art mit Kreide an so einem großen Platz zentral, wo dann jeder so Nachrichten hinschreiben konnte und so. Das heißt, Also sie ja, setzt ist sich schon halt. aktiv mit dem Ganzen auseinander, mit dem ganzen Thema. Ja, doch, denke ich schon, ja. Es ist, also man muss sich Okay. halt vorstellen, in Neuseeland ist es jetzt auch das erste, also es gab sowas, gab es hier auch noch nicht, war bisher auch Ja, klar, logisch. unvorstellbar, Dann Schock für die, klar. dass hier sowas passiert, ne? Weil es halt doch ein Ja. sehr friedliches Land ist eigentlich, auch ein sehr offenes Land. Ja. Ja, Okay. deswegen, das ist ja auch ein großer Shit. Das stimmt. Und nach Wellington geht es dann mit der Tour dann weiter, auf Nee, die 2 Wochen kommen ich dann. fliege dann nochmal nach Nelson zurück, bin dann da nochmal zwei Okay. Wochen vermutlich. Weiß noch nicht, weil da Nelson habe war ich so die ein. Anfangsstadt, ne? Wo du am Anfang auch Genau, warst. genau. Und da machen wir so ein bisschen Vorbereitung für die Tour tatsächlich. Und ansonsten mal schauen. Ja, wahrscheinlich werde ich ein bisschen an den Videos schneiden, die ich gefilmt habe, weil da habe ich mich bisher. Okay, vorgedrückt. Nee, ich kam einfach jetzt nicht dazu, weil Ah ich halt ja. jetzt noch an einem anderen Job dran war die ganze Zeit. Ach so, ja, das funktioniert generell, weil das auch immer schon ein paar Leute gefragt haben, wie ich das so mache. Ist also das größte Hindernis im Moment ist eigentlich die Zeitverschiebung, weil es halt doch 12 Stunden sind. Das heißt, die Kommunikation mit meinem Projekt in Deutschland ist dann halt immer nur einmal am Tag möglich bei mir, spät abends. Und wenn die in Deutschland quasi im Büro es losgeht, also so um 8, wenn ich Glück habe, oder um 9 rum, und dann muss ich halt so lange wach sein und am Computer sein. Also ja, vor allem am Computer sein, wach bin ich ja meistens schon. Aber genau, es ist dann halt genau einmal am Tag, dass man sich dann austauschen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie cool, dass ich quasi den ganzen Tag arbeiten kann. Dann gibt es eine Übergabe und wenn ich schlafen bin, arbeitet dann jemand in Deutschland weiter und anders, also es wird dann quasi so, aber das ist ja halt was generell dann ja irgendwie zum Projekt wahrscheinlich passen muss, ob Klar, das Sinn logisch, macht oder okay. nicht oder wie man das vorher plant und so.
Ja, ist auf jeden Fall spannend, funktioniert und genau. Ja, ansonsten. Ja, es ist. Schönes. Ja, was wolltest du sagen? Ich dachte, wir wären gestürzt im Hintergrund, weil das laut war eben, was ein Schlag ist da gegeben. Ja, nee, ich bin nicht mehr alleine jetzt, das heißt, es wird okay. Aber ja, wir haben auch einiges an Update bekommen auch jetzt. Nö, ist ja, denke ich, dann auch ein ganz guter Abschluss hier, die Hintergrundgeräusche. Mhm. Und dann kommen die Leute so aus der Stadt nach Hause. Die sind, zu zweit sind die. Oh Gott. Lautes Organ. Die sind drei Räume weiter. Nachbarhaus. Nachbarhaus. Okay, dann an der Stelle, Patrick, vielen Dank mal wieder für deine. Gerne, macht's gut, Leute. Genau, und haltet euch nicht zurück, mich mit Fragen zu bombardieren, wenn euch irgendwas auf der Seele schmerzt. Euren persönlichen Kummer. Oder auch einfach nur Feedback zu der Podcast-Folge oder zu jeder anderen, die ihr gehört habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Genau, wie gesagt, schaut mal bei Citizen C vorbei, wenn ihr da Bock drauf habt auf so Serien und Film-News und Nerd-Talk. Ist auf jeden Fall auch ganz witzig. Und genau, danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Macht's gut und bis bald. Das war der Weltenbummler Podcast. Danke fürs Reinhören. Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen, deswegen freue ich mich auf dein Feedback über die Webseite in den Kommentaren oder unterstütze mich doch mit einer Rezension in deiner Podcast-App. Ansonsten einfach die Abonnieren-Funktion nutzen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, Philipp.